Zuerst, glaube ich, muss man das einmal klar trennen, dass meine Aufgabe bis zum Sommer zu 100% im Sinne von Eintracht Frankfurt ist. Und ab Sommer beschäftige ich mich mit Borussia Mönchengladbach, dass ich das einmal an dieser Stelle auch klar sagen möchte. Wir haben unser ganz großes Ziel, dass wir in die Champions League kommen. Dass es genau in dieser Woche herausgekommen ist, ist vielleicht jetzt nicht gerade der ideale Zeitpunkt. Die Frage ist immer, wann ist der ideale Zeitpunkt? Aber im Endeffekt muss man auch, glaube ich, froh sein, dass Klarheit geschaffen wurde, dass man nicht immer gewissen Fragen ausweichen muss, beziehungsweise dann auch noch die Spieler mit involviert. Und ich glaube, es ist trotzdem besser, dass für Klarheit gesorgt wurde. Und wir haben uns die Aufgabe vor uns, dieses Duell für uns zu entscheiden, um unsere Ziele auch weiterhin zu erreichen. Ich verstehe Enttäuschung von vielen Menschen, die das vielleicht auch nicht verstehen können. Wichtig, glaube ich, ist, dass ich das verstehe, warum ich mich so entschieden habe. Und ich werde trotz allem bis zum Schluss alles für die Eintracht auch geben. Auch das ist mir sehr, sehr wichtig. Und im Fußballgeschäft, das wissen Sie auch, Herr Scherzer, ist es manchmal auch so, dass man als Trainer rausgeschmissen wird, entlassen wird und dann fragt auch hinten nach kein Mensch mehr, ob jemand sympathisch oder nicht sympathisch war. Es ist halt der Zeitpunkt jetzt so, dass ich mich für eine Veränderung entschlossen habe. Es hat auch Gründe und Argumente gegeben, warum und wieso. Aber es wird auch irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen, wo wir darüber mal genau sprechen können. Ich möchte mich einfach jetzt zu 100% nochmal auf die Aufgabe konzentrieren, dass wir wirklich was Historisches auch mit der Eintracht schaffen können. Und eins können Sie mir auch glauben, bis zum Schluss werde ich alles für diesen Verein geben, dem ich sehr, sehr dankbar bin, der mich auch zu einem besseren Trainer gemacht hat. Und das ist das, was ich auch Ihnen sagen möchte. Es hat, wie gesagt, Gründe und auch Argumente gegeben. Und auch eines möchte ich hier klarstellen. Das können Sie mir zu 100% auch glauben, weil ich ein ehrlicher Mensch bin, dass mir diese Entscheidung nicht Scherzer. gefallen ist. Und vieles zielt auch darauf hin, weil ich dazu mal bei Sky 90 gesagt habe, ich bleibe. Zu diesem Zeitpunkt hat es auch nie irgendwo einen Ansatz gegeben, um wirklich dann im Sommer vielleicht eine neue Herausforderung zu suchen. Dazwischen ist natürlich auch viel passiert, hat sich auch einiges verändert. Aber ich möchte jetzt nicht über die Argumente und Gründe, warum es jetzt Mönchengladbach besser ist wie in Frankfurt, sagt ja nicht, dass es irgendwo besser oder schlechter ist. Nochmal, jeder darf sich seine Meinung bilden. Ich weiß, dass ich kein Lügner bin und ich auch immer wieder auch mit dem Verein so in Verbundenheit gewesen bin, dass ich ganz klar auch immer wieder klar kommuniziert habe, dass wir immer Bescheid gewusst haben, was eventuell auch passieren könnte. Ich bin kein Lügner, wenn der eine oder andere glaubt, ich bin ein Lügner und Glaubwürdigkeitsdebatte und so weiter. Wenn es bis zu dem Zeitpunkt dann einfach auch so ist, dass sich viele Sachen auch verändern, dann habe ich auch das Recht, dass ich mir Gedanken machen darf, wie die Zukunft auch aussieht. Und diese Entscheidung ist dann auch so getroffen worden, dass ich gesagt habe, dann möchte ich mich auch verändern, ich suche eine neue Herausforderung. Und wenn jemand glaubt, ich bin ein Lügner, dann soll er das. Ich sehe das überhaupt nicht so. Und ihr habt mich immer wieder gefragt, wie es ausschaut. Ich konnte euch auch nie eine Wasserstandsmeldung, eine ordentliche abgeben. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann passiert ist, habe ich mich auch oder klar geäußert und für Klarheit gesorgt. Und ich muss es auch respektieren, wenn der eine so denkt und der andere so. Das ist einfach die Gesellschaft so, dass man ja, so oder so gesehen wird. Aber eines ist auch klar. Ich habe hier diesen 3 Jahren alles gegeben und bin auch sehr, sehr dankbar, bei diesem Verein bis Ende des Jahres, also bis Ende der Saison hier arbeiten zu können.